So, ich hoffe, das läuft. Willkommen in meiner neuen Rubrik. Retro-Spiele. Das ist generell aufgeteilt, nicht nur in Brettspiele, wie man hier als erster Blick sieht, sondern generell will ich so ein bisschen in die 80er und 90er zurückreisen und euch verschiedene Spielsachen aus der alten Zeit vorstellen, die meines Erachtens nach wesentlich cooler sind als das, was ab Millennium geschah bis heute hin. Wir haben es hier zu tun mit Das Dorf des Grauens von Schmidt-Spiele, Das Schwarze Auge. Man muss gleich dazu vorweg sagen, das Spiel ist eine Kombination aus drei Spielen, wobei das Dorf des Grauens wahrscheinlich noch der bekannteste Teil sein dürfte. Es gab dann noch da die Burg des Schreckens, die hier noch einfach das schwarze Auge platziert sind. Zu der kommen wir in einer anderen Folge. Wir werden uns heute speziell mit dem Spiel hier beschäftigen. Das Interessante ist aber, dass es insgesamt eine Trilogie dieser Spiele, dieser Brettspiele gibt. Und man kann alle drei Brettspiele zusammenstellen und in Folge spielen. Also das ist ganz interessant. Es gab dann noch das Tal des Drachen. Und interessant ist auch von diesem Aspekt her, dass die Spiele in Deutschland in falscher Reihenfolge erschienen sind. Also es gab erst die Burg des Schreckens, dann das Dorf des Grauens und zum Schlusslicht kam dann das Tal des Drachen, obwohl es eigentlich im Original andersrum veröffentlicht wurde. Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen was so mit diesen Barbaren zu tun hat. Weil zu der Zeit der 93er Zeit, 92er Zeit eher so die Barbaren im Vordergrund standen. Und mit Elfen konnte man ja noch nicht so viel anfangen. Da gab es ja noch nicht mal Herr der Ringe als Film an sich. Und letzten Endes auch die Drachen zu der Zeit noch nicht so einen Spleen hatten. Das ist einfach nur meine Vermutung. Es kann natürlich auch sein, dass das ganz andere Gründe hat. Interessant ist bei dem Spiel schon mal allein, soweit meine Informationen stehen, dürfte es auch sein, dass Schmidt-Spiele hier in Zusammenarbeit mit Citadel gearbeitet hat. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, die diese Modelle hier, wo man für das Spiel braucht, designt haben oder hergestellt haben. Gut, wir fangen einfach mal an, dass wir das einfach mal so durchgehen. Also das schwarze Auge dürfte ein Begriff sein, aber das Dorf des Grauens ist im Endeffekt ein Tabletop-Rollenspiel der ganz alten Schule. Und wie ich zu diesem Spiel überhaupt jetzt komme, ich habe das als Kind gehabt und ich habe es letzten Endes jetzt, ich habe mir gedacht, was schenke ich nochmal einen Kleinen zu Weihnachten, was ein bisschen sich von diesen ganzen New Age-Spielsachen abhebt, wo man mal so richtig in die Tiefe gehen kann. Und dann ist mir dieses Spiel in die Erinnerung zurückgestiegen und ich habe mir dann diese beiden Spiele in einem guten Set für 50 € ersteigert. Da hatte ich echt großes Glück. Und generell zahlt man für diese Spiele zwischen 80 und 120 €, je nach Zustand. Manchmal kriegt man auch eins günstig für 50. Die Burg des Schreckens ist jetzt nicht so teuer. Dorf des Grauens geht schon ziemlich selten raus, hat auch hohe Preise. An sich, wenn man das so ansieht, also das Design des Spiels ist schon mal der Wahnsinn. Also sowas sieht man heute eher gar nicht, bis überhaupt nicht mehr, dass man so ein cooles Design allein schon für eine Spielverpackung hat. Also das ist phänomenal. Ich tue auch mal ganz kurz die Rückseite aufdecken. Kleinen Moment. Dazu muss ich das nur umdrehen. So, also man sieht auch hier so. Also dieses typische 80er-Image, wo man halt auch dann so die Kinder sieht, wie die dann spielen. Und also wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Alleine da ist schon das Detail versteckt. Sowas findet man heute definitiv nicht mehr. Und ja, Tabletop-Spiele, Rollenspiele an sich, das ist ja sowieso was, das in der Zeit geboren ist, quasi in Deutschland. In Amerika und in England lief sowas schon länger. Aber mit Warhammer, das dürfte wahrscheinlich auch eher noch jedem ein Begriff sein, ging das also alles so richtig in den 90ern los. Davor gab es schon vereinzelt vielleicht Modellbauläden und sowas, wo sowas führten, aber generell das Dorf des Grauens dürfte man eigentlich als Ursprung sehen, der den Boom richtig ausgelöst hat, also Tabletop-Spiele in Deutschland zu verankern. So, ja, was hat man? Also man hat halt am Anfang hier, man hat hier sowas wie ein Itempool, der gleichzeitig als Gefängnisdienst für Monster, die man besiegt hat, hier da gab es dann so Münzen, die sehr schön designt waren, also hier mit verschiedenen Werten. Die Münzen wurden dann da so reingelegt, also ich gucke doch mal hier, so, da hatte man halt dann so ein Itempool. Da hatte man noch verschiedene Items, die gehe ich auch mal kurz durch. Würfel sind auch sehr cool, mit so Schwertern abgebildet, also das hat halt dann die Trefferwürfel ausgemacht. Hier war dann noch ein spezieller Würfel für andere Dinge. Da hatte man so eine Peitsche,
Dann hat man so den ganz, ganz klassischen Trank. Also Tränke sind ja wirklich einfach schon nobel an sich. Richtig geil waren diese Goldwaffen. Also da ist vor allem da das Katana natürlich eines der beliebtesten Modellwaffen, die es jemals gab. Also das hat das Katana wahrscheinlich erst berühmt gemacht bei uns. Nein. Und dann hatte man hier noch so diese Pegasus-Stiefel, die auch unglaublich cool designt sind, halt einfach diese typischen Stiefel mit Flügel an den Seiten, die dann halt auch die Bewegung dementsprechend verbesserten. Das Coole ist, hier bei diesem Itemport, wo man hatte, konnte man sich dann halt zwei Items mitführen, die man dann hier so reinsteckte. Also fast schon, das ersetzt so ein bisschen das Videospiel. Also nur in Echtzeit. Ja, kommen wir zu den Helden. Also noch ganz kurz am Rande, dann gab es hier eben noch diese Aktionskarten, die wurden da mit reingesteckt, die man dann hier wie in der Defensive oder hier im Angriff den Charakteren mitführen konnte und dann damit seine Würfelergebnis etwas manipulieren konnte. Auch sehr interessant gemacht. Zum einen gab es dann den Mönch, den will ich jetzt erstmal hier vorstellen. Das ist der Mönch. Das ist halt so ein typischer Glatzenmönch. Also die Waffe, die ist nicht fixiert, das ist auch sehr cool gemacht. Die konnte man tatsächlich abmachen und sich am Anfang entscheiden, welche Waffe man möchte. Ich habe jetzt den Mönch den Hammer gegeben, weil der ziemlich gut dazu passt. Kann man, wie gesagt, variabel sehen. Also jede Figur hat seine eigene Waffe und jeder Figur konnte man ausstatten, was man möchte am Anfang. Also hat man sich dann auch ein bisschen drum schlagen können quasi. Ja, wir haben hier vier Figuren, vier Hauptcharaktere. Einmal eben dieser Mönch, der halt typisch als Kleriker, Mönch dient, der wo halt so mit seiner Halbglatze so, ja, ein sehr impulsiver Charakter ist, ein sehr, sehr gläubiger Charakter, wohlgemerkt. Dann hat man halt hier noch diesen typischen Ritter. Den habe ich jetzt zum Beispiel das Schwert gegeben, der halt in seiner heldenhaften Rüstung stramm kämpfend in die Schlacht zieht. Und ja, ein Elf darf natürlich nicht fehlen. Der auch natürlich auf den Cover, jetzt habe ich das Cover umgedreht, ich werde es nochmal drehen. Uah, der ja auch auf den Cover sehr ruhmreich präsentiert wird. Also, das ist so, man hält ihn für die Hauptfigur fast schon. Ja, und zu guter Letzt den Händler. Also, ich würde ihn Händler nennen, der so ein bisschen, das finde ich auch ganz cool, dass der so ein bisschen das südländische Image abgibt. Wenn man auch auf dem Bild schaut, das ist dann eher so ja. Ja, eine aus den Abendländern und das finde ich auch cool. Er kämpft hier übrigens mit dem Katana. Also es ist halt schon sehr, sehr schön gemischt. Finde ich schön sowas. Generell wirklich tolle Figuren. Man hat da natürlich auch die Möglichkeit, das wird auch in der Spielerleitung, zu der wir später nochmal kommen, genau gesagt, man hat natürlich auch die Möglichkeit, diese Figuren anzumalen mit Ölfarbe, damals noch sehr viel verbreitet von Humbrol. Oder auch, dass man einfach vielleicht sich so weit auskannte, dass man mit Warhammer-Farben arbeitete. Heutzutage ist das natürlich klar, jeder kennt Warhammer, der wo sich ein bisschen mit Tabletop beschäftigt hat. Und da könnte man die Farben halt locker kaufen und auftragen. Muss aber dazu sagen, also ich werde die da original lassen. Ich will die ehrlich gesagt nicht bemalen, dafür sind es mir fast zu schade. Habe aber tatsächlich, ich habe ja bereits gesagt, dass ich das Spiel bereits schon mal als Kind selber hatte. Wir haben übrigens das Dorf des Grauens zu Weihnachten gespielt. Es kam sehr, sehr gut an beim Kind. Also meine absolute Kaufempfehlung. Ich werde vielleicht auch unten eins verlinken, wenn das möglich ist bei Amazon. Wer seinem Kind eine große Freude machen will und der auch ein bisschen Fantasy begeistert ist, das ist der Ursprung und das ist bis heute zeitlos. So, kommen wir ganz kurz zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe zum Beispiel meine alten letzten Überreste, die ich noch in irgendwelchen Uniboxen fand im Keller, habe ich ja halt dann hier zum Beispiel das Schwert, das Katana. Habe ich dann hier so einen Necron-Krieger gegeben, so als Energiewaffe zählend. Also damit konnte man auch gut arbeiten im Endeffekt. Und gibt es auch zum Beispiel so einen gegnerischen Minotaurus, den fand ich immer recht cool, den hatte ich noch übrig aus meinem eigenen Zeitalter. Und da habe ich mir dann hier kostümermäßig einen Dämonen gebaut von Chaos. Also daraus kann man auch wirklich schöne Figuren machen, im Endeffekt. Also es ist jetzt nicht nur was für die Tabletop-Spieler, die das nachspielen wollen, sondern hier verstecken sich auch schöne Kostümermodelle. Also kann man wirklich einiges draus machen. Aber generell, ja, so viel zum Thema Bemalen. Ja,
Kommen wir doch gleich zu den Gegnern. Jetzt waren wir bei den Helden. Also man hat vier Helden, die werden dann am Anfang des Spieles hier so am Dorfrand aufgestellt. Und dementsprechend bewegen sie sich dann. Hat dann aber auch noch diesen coolen Cluster hier, dass man da so ein Ding hatte. Das hat dann, ein Spieler hat immer den da hier gesteuert, das ist der Oberbösewicht, ja. Und der Oberbösewicht musste dann immer am Anfang der Runde hier so schütteln und dann wurden hier die Farben angegeben. Und je nachdem, wie die Farbe eingestellt ist, kamen die Charaktere mit ihren Farben dran. Also man hat hier auch so an den Charakterdingern so jeweils diese Farbpunkte. Und finde ich auch ganz cool gemacht. Dieses rundenbasierende System an sich ist ja schon klasse. Ja, kommen wir zu den Gegnern. Also wir hatten jetzt halt hier die Helden. Dann gehen wir mal zu den Gegnern. Dann schauen wir uns das Dorf danach nochmal genauer an. Also die Gegner, es gibt einmal diese zwei Ratten, die sich in den Tunnelgebilden abzeichnen. Also die haben halt was mit diesen Tunneln zu tun, die hier überall verteilt sind. Jetzt gehe ich doch gleich ein bisschen auf die Spielfläche ein. Und diese Tunnel kann man quasi als Abkürzung benutzen. Und auch um einen Schlüssel zu ergattern, der hier angedeutet ist. Den habe ich jetzt auch nicht hier liegen. Diesen Schlüssel braucht man später, um das Burgtor zu öffnen. Da gibt es dann diese Tunnelkarten und je nachdem, wenn man sich in den Tunnel befindet, hat man dann diese umgedreht. Also es ist ein Tabletop-Spiel, wo wirklich alle Genres vertritt, auch das Kartenspiel ein bisschen. So, hier hat man dann zum Beispiel so einen Tunnel mit einem Fragezeichen, da hat sich jemand verirrt. Dann gibt es halt noch weitere Karten, wie zum Beispiel, dass eine Ratte auftaucht, etc. Also das ist auch sehr cool gemacht. Ist halt dann immer so eine kleine Überraschung und so ein kleines Minispiel im Spiel. Dazu kommen wir dann auch später nochmal. Generell muss man dazu sagen, wenn man die Tabletop-Zeit beachtet, ist das wirklich der Anfang von allen. Gab zwar schon Warhammer, aber wirklich das Schwarze Augen, Dorf des Grauens und Hero Quest, das ich halt leider selbst nie gespielt habe. Hero Quest war auch noch so ein Vorreiter. Wo halt das Tabletop-Spiel, aber auch das Kartenspiel und das Rollenspiel an sich ein bisschen hervorgerufen hat auf dem deutschen Markt. Danach kam ja dann auch noch Magic the Gathering groß raus und diverse andere Tabletop-Spiele. Aber ja, hier ist halt dann irgendwo der Anfang verankert. Dann hat man hier noch so einen Wolf, der halt in Mitte des Dorfplatzes hier so kauert. So an so einer Stelle, wo er nicht richtig angekettet ist. Ja, sieht man das jetzt richtig? Ja. Und da sind dann halt schon so ein paar Knochenüberreste von ein paar Helden, die er schon gegessen hat. Und der kann nur diesen Weg hier entlang gehen und wird dann auch dementsprechend von den Spielern, den Bösen steuert, losgeschickt. Dann hat man hier noch als Auswahl ganz typische Goblins, Orks, wie man sie auch nennen möchte. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, das sind eher Orks. Aber die werden hier noch aus Kobold und Goblins, glaube ich, angezeichnet in der Spielanleitung. Ganz typisch mit Schild und hier noch so eine Hellebarde. Wirklich schöne Figur, die sind hier in Rot markiert. Auf der Unterseite von den Figuren stehen dann immer noch die Lebenspunkte in dem Sinne. Also das geht dann so rundenbasierend ab und wenn man den nicht geschafft hat, dann hat man halt Schaden eingesteckt, weil er dann kontern konnte. Und auch der Konterangriff ist da schön geklärt. Also wenn man von Tabletop-Spielen ausgeht, muss ich wirklich sagen, ist das eins der bis in die heutige Zeit befriedigendsten Spielanleitungen, die ich je gesehen habe. Dann gab es hier noch den Schlangenkrieger. Der ist eigentlich an sich generell in die Vergessenheit der Tabletop-Spiele gerückt. Ich glaube, der wurde auch wie heißt die Serie? Ah, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Stranger Things wurde da, glaube ich, auch vorgestellt. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Da haben sie auch so ein Tabletop-Spiel gespielt und da war auch so eine ähnliche Figur, glaube ich, dabei. Also der Schlangenmann, der auch hier das Cover ziert, ist schon ziemlich cool. Finde ich mega, mega cool. Schade, dass es eigentlich im Endeffekt von Games Workshop selber nie eine richtige Schlangenarmee gab. Es gab zwar letzten Endes die Echsenmenschen, die ja dann auch irgendwann ausgestorben sind oder so. Oder irgendwann die Weltherrschaft hatten, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber der Schlangenkrieger, der ist wirklich hammergeil. Alleine für den, wenn ich mal wirklich ein Angebot finde bei eBay, wo jemand ganz viele solche Schlangenkrieger anbietet, dann würde ich mir so eine Schlangenarmee für Warhammer-Kostüm machen. Also die ist wirklich cool, diese Schlange. Und dann, wie schon vorhin angesprochen, gab es halt diesen Minotaurus, der halt wirklich das Urtier eines Minotaurus darstellt. Also, so wie sich halt Minotaurus gehört. Falls das hier mal ab und zu flackern sollte, das ist mein altes Licht. Das haben wir auch an dem Spieleabend so benutzt. Und das synchronisiert Blitze. Nein, das flackert einfach nur. Aber das hat sehr, sehr viel zur Atmosphäre beigetragen. So, letzten Endes gibt es dann noch den Unhold. Das ist mal eine mega coole Figur.
Der Unhold ist so der Burggrabenwächter, weil die Figuren habe ich jetzt zwar hier so Armada-mäßig aufgestellt, aber die verteilen sich natürlich dann überall ein bisschen im Dorf. Das ist auch ganz witzig. Das Dorf ist in dem Moment, wo man das Spiel betritt, noch unbewohnt. Und erst sobald jemand, also ein Spieler, zum Beispiel der da hier, dieses Haus betritt, erst dann schickt Turak seine Leute los. Entweder direkt ins Haus oder halt irgendwo im Dorf verteilt. Und das ist auch sehr, sehr, sehr cool gemacht. Das erinnert fast schon wie, wirklich, man fühlt sich wie in einem Videospiel, bloß dass es halt keins ist. Generell werden dann halt hier so verteilt irgendwo. Da kann man dann frei auswählen oder sie werden halt dann direkt in die Häuser platziert. Zu den Häusern kommen wir auch gleich noch. Was man hier so schon zum Beispiel sieht, ist so ein goldener Schlüssel, der auch aufgemalt ist. Den muss man natürlich finden. Die sind überall hier verteilt. Hier in dem Haus ist auch einer zum Beispiel, um eben dann hier die Burg zu öffnen. Aber bevor man die Burg übertritt, und da waren wir gerade noch stehen geblieben, muss man am Unhold vorbei. Ich tue mal die Figuren hier weg, dass man hier so das Spielfeld ein bisschen besser sieht. Und der Unhold ist halt so der Zugbrückenwächter. Und das ist eben wieder sowas, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das Spiel lebt auch von kleinen Minispielen. Also hier gibt es dann nochmal so ein Minispiel. Da ist dann nochmal der Unhold tatsächlich als Miniatur dabei. Und um in die Burg zu kommen, kann man den Weg der List gehen. Man muss an dem vorbeigehen. Und dann wird halt hier so, der da hier wird versteckt hinter dem Spielfeld. Und dann geht der Spieler, jetzt nehmen wir mal einen anderen, der geht dann hier über diese Felder da und muss dann im Endeffekt, der ist unsichtbar, also er bleibt erstmal hier stehen, muss dann halt unsichtbar da auf diesem Feld rumlaufen und weiß nicht, wo der Turak-Spieler seinen Unhold platziert. Und letzten Endes ist es natürlich Sinn des Unholds bzw. des Gegenspielers, den Unhold so zu platzieren, dass sich beide treffen, was dann zur Folge hat, dass der Hauptspieler wieder zurück an den Start muss. Also ganz interessant gelöst. Wenn er dann besiegt ist, ist der Torweg frei, also ist die Brücke frei und dann ist der Unhold quasi vertrieben. Sehr, sehr interessantes Minispiel. Hat mich als Kind viel Nerven gekostet, weil ich es nicht verstanden habe. Letzten Endes habe ich es dann doch jetzt endlich mal verstanden. Ja, und wie gesagt, die ganzen Monster verteilen sich halt so schräg. Was ich interessant finde, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht ausprobiert. Was ich sehr interessant finde, ist, was passiert eigentlich grundsätzlich, wenn ich die Burg, wenn ich einen Schlüssel mir ergatter und die Burg dann sofort betrete? Weil dann kommen ja gar keine Monster mehr. Aber gut, gibt es ja auch noch so kleine Gimmicks in diesem Dorf. Und dazu will ich jetzt kommen. Also zuerst einmal, das Dorf ist ja mega cool designt. Wir haben hier eine Windmühle. Die Windmühle, die ist ja schon fast, also alleine für die würde ich mir zu heutiger Zeit wahrscheinlich, wenn ich in einen Warhammer-Laden gehen würde. Und also das damalige Spiel hat, glaube ich, 49,95 D-Mark gekostet. Heute zahlt man wahrscheinlich schon allein für so einen schönen Windmühlen-Ding mindestens seine 39 Euro. So sind halt die Preise von Miniaturen heutzutage. Und das ist halt wirklich, also das ist dann zwar auch ein Pappgesteck zum einen, aber oh ja, kommen wir gleich mal zu dem hier. Es sind zwei alte Bürger in diesem Dorf versteckt, denn Turak ist ein ertränkter Anreisender gewesen, der in diesem Fluss hier ertränkt wurde. Und beziehungsweise nicht Turak selbst, sondern der Geist, der dieses Dorf des Grauens beherrscht. Und da alle Bürger haben sich halt in diese Monster verwandelt, bis auf den Mühler. Keine Ahnung warum. Das wird nicht erklärt. Also der Mühler ist nicht verwandelt worden. Den kann man retten. Dann kriegt man von ihm ein Item eventuell. Und man kann ihn dann also quasi hier so in sein Port reinlegen und als Item-Unterstützung, also als zusätzliche Item-Träger mitnehmen. Und hier ist dann auch nochmal so ein Schlüssel versteckt. Auch hier schön. Da kann man auch übrigens die Goldwaffen platzieren. Es muss nicht der Schlüssel liegen, kann auch die Goldwaffe platziert sein. Generell habe ich jetzt mal die Schlüssel hingelegt, um es zu zeigen. Wirklich schön designt. Also wenn man das sich so ansieht, man kommt hier dann so rein und dann hebt man eben diese Mühle weg vom Spielfeld und kann sich dann halt das Ganze anschauen. Und wir haben das wirklich dann so gespielt, dass ich so ein bisschen Rollenspielcharakteristik mitarbeiten lassen habe, weil jetzt zum Beispiel in der Anleitung nicht ersichtlich ist, warum der Mühler oben aus dem zweiten Stock befreit werden kann. Hab dann halt dann so ein bisschen improvisiert, dass es dann halt so von oben her knattert und rattert und dann hat man dann halt befreit. Hier sind halt dann auch die Mühlsäcke so hingestellt, hier so eine Schaufel bemalt, also wunderschön designt. Das ist halt wirklich klasse.
Auch das Brett selber ist sehr massiv. Das ist nicht irgendwie so ein billiges Material, sondern sehr, sehr massiv. Hat auch seine Zeiten sehr gut überlebt, weshalb das sehr qualitativ rüberkommt und auch sehr, sehr viel Spaß macht anzusehen. Hier diese kleinen Designs, hier zerbrochene Fenster, die Balken, alter Zimmermannsstil, wirklich schön gemacht. Das kann man von allen Seiten einfach nur bewundern. Gut, hier ist da so die Steckvorrichtung, aber generell, es ist sogar von innen designt, also es ist nicht nur so, dass man halt von außen Design hat, sondern wenn man die Häuser umdreht, sieht man von innen auch Design. Also wirklich wahnsinnig schön gemacht. Generell hat man dann hier eben dann auch diese Mühle, die wohl halt auch sich sogar drehen lässt. Also wirklich, da kann man nur staunen, was es damals gab. Für nur 49,95 Mark war das wirklich, glaube ich. Oder war das schon Angebotspreis? Ich bin mir nicht sicher. Aber egal, was man dafür gezahlt hat, es bestätigt wirklich, dass also dafür hat man noch gerne Geld gezahlt. Wenn man sich da heutige Spiele anschaut, wie Kakalaloop oder sowas. Also ich will jetzt nicht darüber herziehen, es ist auch lustig, habe ich auch da. Aber es ist halt einfach eine ganz andere Klasse wie zu dem, was man heute so angeboten bekommt. Auch in der Fantasy-Spiele-Richtung habe ich auch nicht wirklich was entdeckt, was ansatzweise wirklich so schön ist. Falls mir da jemand was empfehlen kann, gerne in die Kommentare. Bis jetzt habe ich nur Crossmaster Arena gefunden. Das ist so ein japanisches Spiel, das wo so in die Richtung geht. Aber ansonsten hat sich das halt auch irgendwie ausgelebt, dieses Tabletop-Spielen mit einem Spiel, das man tatsächlich im Spielzeugladen kauft. Heute muss man ja wirklich zum Games Workshop oder im Comicladen fahren, um sowas wirklich abzugreifen. Ja, wir wollen da auch weitergehen in der Materie. Wir schauen uns jedes Haus so ein bisschen an. Wir haben uns auch schon die Tunnel angeschaut, die hier so auf dem Weg liegen. Ich tue hier mal nur die Figuren weg, dass ich die nicht verletze. Auch ganz interessant ist diese kleinen Designs hier zum Beispiel beim Tunnel. Da liegt so ein bisschen Blut, also Kampfgewitter, Witterung. Das ist halt einfach wirklich schön gemacht. Hier vor der Mühle liegt noch so ein Mühlsack, also so ein Mehlsack. Hier so ein Brunnen, der hat, glaube ich, auch was mit der Heilung von den Figuren zu tun. Soweit kamen wir gar nicht, weil wir das ziemlich flüssig durchgespielt haben. Haben aber auch ein bisschen Hausregeln gemacht, dass das Kind sehr schnell einstarten konnte. Gehen wir mal zum nächsten Haus, da hocken wir jetzt mal den Ork raus. Hier auch schön designt. Hier an den Seiten, da sind halt so alte Schindeln, die Tür ist eingetreten, Pfeile stecken drin. Hier ist ein unglaublich cooler Kamin, der dazu gedesignt wurde. Da kann ich auch mal nochmal so auf meine Warhammer Customer Kiste zurückgreifen. Da werde ich mal ganz kurz euch hier am Dorfplatz ablegen und mal ganz kurz in meinem Schrank kramen. Weil ich habe da auch, wie gesagt, alte Teile von dem Spiel noch gehabt und habe die dann verwertet für meine Warhammer-Sammlung, beziehungsweise die Warhammer-Sammlung meiner Familie. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich muss jetzt bloß gerade kurz was aufmachen, eine Vitrine, wo ich vergessen habe zu öffnen vor dem Ganzen. So, Job. Oh, da habe ich die Schindel noch gar nicht dran gemacht, sehe ich gerade. Ja, da verspreche ich Dinge. Man kann sie erwartens gar nicht erfüllen, weil ich die Schindel noch nicht dran gemacht habe. Aber ich habe da hier auch. Ich bin ja auch allgemein am Warhammern. Also das sind jetzt noch sehr alte Modelle von Orks und so. So die klassischen. Und da habe ich zum Beispiel hier so einen Torbogen. Das ist, glaube ich, aus dem Burg des Schreckens. Nee, das ist hier. Das habe ich hier verarbeitet. Also in so einem Spielfeld. Und hier habe ich dann auch noch einzelne Materien von dem Spiel verwendet. Generell wollte ich jetzt eigentlich mit diesen Schindeln angeben, die ich hier eigentlich hier oben noch einarbeiten wollte, aber das habe ich noch gar nicht getan. Deswegen, ja, das war jetzt ein bisschen für die Katz. Aber egal, ihr seht, ich bin sehr kreativ. So, jetzt muss ich wieder einen Faden finden. Ja, genau. Wir waren gerade bei dem Haus. Muss ich bloß hier. So. Da bin ich wieder. So, das Haus, das ist auch wirklich, das ist einfach nur das schlichteste Haus. Aber es ist halt einfach schon so viel Klasse dabei mit diesem Kamin, der halt auch aus Plastik ist. Und diese Variation mit Papier und Plastik zusammengesetzt. Oh, schaut mal, da hinten ist noch Familienbild. Hängt ein bisschen schief und Blut läuft von dem Bild herunter. Unglaublich süß gemacht. Hier dann so zerrissene Vorhänge, auch ein bisschen Blut an der Wand. Also es ist auch ein bisschen brutal gemacht, aber halt auch so kindgerecht brutal. Es soll ja auch ein Kind, wo das spielt, nicht sich vor fürchten. Generell wird das Spiel ab 6 Jahren empfohlen. Finde ich auch absolut richtig. Man sollte die Kinder nicht zu sehr verweichlichen.
Von daher finde ich sowas ja vor allem fantasiefördernd. Definitiv besser als irgendwelche Konkurrenzspiele der heutigen Zeit, wo ich jetzt wirklich keine Namen nennen möchte, weil da möchte ich auch niemanden auf den Fuß treten, aber da ist wirklich sehr wenig Kreativität dabei. Schau, hier ist so ein kleiner Holzscheitplatz, wo der Bewohner des Hauses einst sein Holz hackte. Hier eine zerbrochene Lanze, da gab es einen Kampf, da wurde der Stuhl umgekippt. Ich nehme mal an, da hat wahrscheinlich sich der Mann von dieser Frau hier gewehrt gegen die finsteren Mächte des Geistes und hat dementsprechend versagt, weil sein Haus natürlich nicht mehr im Stand ist. Also da ist eine dunkle Geschichte dahinter. Es das heißt auch das Dorf des Grauens, nicht das Dorf der Schönheit. Hier auch noch so ein Teppich hingemalt, ganz lustig. Also finde ich wirklich klasse gemacht. Dann kommen wir auch noch zum nächsten etwas schlichteren Haus. Das ist eben das zweite. Wobei das auch ziemlich cool gemacht ist. Diese Art und Weise hier, so ein bisschen Blut wieder an der Wand, an der Tür eingetreten. Hier ein toller Torbogen, auch wieder so Schindeln. Toll verarbeitet, wirklich höchste Klasse. Hier ist dann noch so mit grüner Farbe irgendwas drauf gemalt, wahrscheinlich von den Kobolden oder so. Hier könnte man meinen, schaut jemand aus dem Fenster, könnte das ein Ritter sein? Ich weiß nicht, kann natürlich auch einfach nur schemenhaft sein. Also die arbeiten halt auch, arbeiteten auch sehr, sehr viel mit Feinheiten und wirklich einem schönen Design. Hier ist die Hintertür. Innen drin ist halt dann auch wieder so ein verwittertes Haus, sieht auch ganz anders aus wie das andere. Also das ist dann auch nicht irgendwie so Copy-Copy-Paste, sondern das ist dann wirklich ein Haus nach dem anderen wurde wunderschön designt. Hier gucken wir auch mal ganz kurz den Boden an. Wunderschön, da liegt so hier hinten in dem Bereich so ein bisschen Trankgut. Da wurde der Bücherschrank zerhauen und zerscheppert. Die Stühle sind natürlich wieder kaputt. Also sehr, sehr schön gemacht. Also das waren jetzt zwei ja, Bewohnerhäuser. Natürlich kann man es nicht übertreiben. Das Dorf ist recht klein. Es hat aber auch natürlich ein Bürgermeisterhaus. Da muss ich leider sagen, da ist mir was geschickt worden. Da gibt es noch böse, böse Kritik bei eBay. Nein, Quatsch. Also ich habe das Spiel wirklich günstiger standen und dafür, dass es komplett ist. Das ist abgebrochen gewesen. Das ist so ein typischer Wettermast. Der gehört hier oben eigentlich noch mit drauf. Und gut, den kann ich fixieren, den kann ich kleben, das ist echt kein Problem. Hab's bloß noch nicht getan, aber generell ist hier halt oben noch ein Wettermast drauf. Und das ist auch schon eins der etwas, wie die Mühle eines der etwas aufwendigeren Häuser. Also man sieht schon, da ist wirklich unglaublich Liebe im Detail drinnen. Das ist das Bürgermeisterhaus und das nehme ich auch mal kurz her. Im Bürgermeisterhaus ist nicht viel los, es liegen ein paar Aktenbücher rum. Hier kann man wieder den goldenen Schlüssel ergattern und hier ist eben so ein zerbrochener Stuhl. Die liegen auch wahlweise außen. Hier liegt so ein altes Rumpfass. Aber das Bürgermeisterhaus ist wieder so eine Spezialität. Da gehen wir mal kurz näher ran. Das ist halt auch wieder das ist das Einzige, das in drei Stockwerke aufgeteilt ist. Also man hat halt hier eben das unterste Stockwerk, wo man auch gleich mal wieder zeigen kann, dass das Innenleben auch bemalt ist. Also da ist nicht irgendwie so Pustekuchen, sondern da ist wirklich viel gemacht worden. Hier steht auch noch was. Ich kann es nicht entziffern. Da ist ein Schwert und Blut und dann ist eine Schrift drauf. Aber sie ist so geschrieben, dass man es nicht erkennen kann. Ich glaube, es steht Turak. Da bin ich mir nicht sicher. Auch ein bisschen Blut wieder designt. Hier eine Hintertür, die eingebrochen wurde. Also da wurde wirklich alles auseinandergenommen, dass man da nicht mehr leben konnte. Das ist so ein richtiges Lost Place. So, dann gab es hier den zweiten Stock. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz. Zack, Busch. So, da ist dann im zweiten Stock hier auch noch so ein Schlüssel versteckt. Also so ein Dachbodenraum eher. Und dann geht es sogar noch weiter. Also das ist dann nur die zweite Etappe des Hauses. Also das erste Obergeschoss. Und hier neben diesen schönen ansteckbaren Vögeln, die auch cool gedesignt sind, ist dann nochmal ein zusätzliches Versteck. Und da ist dann, aha, wer glaubt es, der Bürgermeister, der sich seit Jahrhunderten in dem Dorf des Grauens befindet und hier durch die Fenster guckt. Der ist da dann auch noch versteckt. Also es ist dann die zweite lebende Dorffigur, die es noch in diesem Dorf gibt, der halt auch dann eventuell einen Schlüssel oder einen Trank oder sowas bei sich hat und den man dann halt mitführen kann als Trophäe. Ja, wirklich cool aufgebaut und es lässt sich auch wirklich auch. Ich meine, ich muss dazu sagen, das ist schon alt, uralt und schon ein bisschen abgenutzt, ja. Aber es lässt sich trotzdem noch einwandfrei nutzen. Also das hat wirklich keinen Verschleiß, der nennenswert ist, wo das Spiel kaputt machen würde. Das ist noch richtige Qualität.
Hier hinten haben wir übrigens Schicksalskarten. Schicksalskarten sind Karten, die in jeweils jede Runde gezogen werden und dann erfüllt sich ein Schicksal, wie zum Beispiel der Geier startet. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist der Geier? Der Geier ist das da hier oben, wo über ein über diesen Herrscher des Bösen, jetzt habe ich den Namen, Turak heißt er, über Turak sitzt, der verteilt sich jede Runde auf eines der Häuser und da ist dann auch auf jedem Hausdach so ein Loch vorgefertigt, wo der sich draufsetzen kann. Also der ist, das ist halt so eine bewegliche Figur und solange der da ist, kann man nicht das Haus betreten. Das verhindert natürlich den Spielfluss enorm. Vor allem, wenn man noch einen Schlüssel braucht, dann setzt er sich halt überall, also wirklich auf jedem Haus hat er so eine Einstanzung, wo er sich draufsetzen kann und fliegt dann halt also rum. Bei unserem Spielgang war das ganz witzig, weil bei uns, da ist er tatsächlich 10 Spielrunden lang auf einem Haus gesessen, hat sich nicht bewegt, ist dann nochmal in der letzten Spielrunde zu Tura gegangen, hat ihn wahrscheinlich ins Ohr geflüstert, du wirst das nicht überleben und ist dann abgehauen. Also, nee, also wie gesagt, solche Ereigniskarten ziehen dann Ereignisse mit sich, wobei dieses Ereignis an sich generell trotzdem passiert, also ohne die Ereigniskarte selber. Und dementsprechend tut man halt jede Runde so ein Ereignis ziehen. Zum Beispiel hier das die Lebenspunkte des Turak gehen hoch. Der hat hier hinten so ein Lebenspunkte-Rädchen, auch wieder wunderschön gemacht. Ich tue ihn mal ganz kurz hier aus seiner Burg befreien. Und da ist dann halt so ein Rädchensystem. Und je nachdem, was die Heldin für eine Aktion macht, wird der stärker im Laufe des Spiels. Also hier war er jetzt schon dann ganz stark. Und wenn er dann halt stärker wird, dementsprechend ist dann halt der Endkampf massiver. Hat dann aber auch, wie ich hier gleich dazu komme, hier ist noch so eine Ereigniskarte, zum Beispiel eine Schwäche. Das heißt, eine Schwäche wird offenbart. Der Turak hat Schwächen, diese roten Karten hier. Und die wird am Anfang des Spiels festgesetzt. Zum Beispiel könnte seine Schwäche der Vogel sein. Da ist es dann witzig, weil wenn der Vogel dann auf sein Feld liegt, ist er dann schwächer quasi. Oder wenn man diese Goldwaffe hat hier, da weiß ich nicht ganz, was seine Schwäche ist, wahrscheinlich er selbst. Dann hier Goldwaffe. Also das sind halt so die Schwächen, wo er haben kann. Und das entscheidet halt dann auch, wie stark er am Ende ist. Wenn dann halt ein Held auftaucht, der die Schwäche bei sich hat. Zum Beispiel hier diesen wirklich unglaublich schön designten Zwillingsmorgenstern. Heißt der Zwillingsmorgenstern? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob der nicht so einen eigenen Namen hatte. Müsste ich googeln. Generell, da, wer halt diesen Zwillingsmorgenstern hat und dementsprechend dann halt auch die Karte auffliegt. Uah, wo ist er denn? Hier, der hat dann halt den Vorteil und kann ihn leichter bekämpfen. Das nur so am Rande. Also da sieht man auch nochmal, wie interessant es ist, dann diese Goldwaffen zu finden, die ja auch, wie gesagt, irgendwo hier im Dorf mitliegen können. Und die machen dann auch, dass man anstatt mit 2 Würfeln, mit 3 Würfeln attackiert. Und dann ist halt auch schon das Treffererlebnis viel höher. Da gibt es noch hier diese Biestpeitschen, mit denen kann man, glaube ich, den da hier abwehren und den da hier. Generell, ich bin mir aber nicht sicher, ob auch die Ratten dabei sind. So weit kamen wir in dem Spiel nicht. Ja, noch das letzte Haus hier. Mal abgesehen von der Burg. Die Burg schauen wir uns mal ganz kurz an. Die ist noch ein bisschen schlicht gehalten. Hat jetzt nicht keine großen Geheimnisse. Interessant ist halt an der Burg, dass die so gemacht wurde, dass das hier hinten so halt das Versteck ist. Da werden auch die Monster zuerst irgendwie so platziert. Dass man halt auch da das Ding hier wird versteckt. Und die eine Schwächekarte wird hier hinten platziert, dass halt der Spieler, der wo den Bösen übernimmt, quasi hier so Versteck auch so ein bisschen hat, so wo er seinen Hauptfighter hier, den Bösewicht, gut mit Materialien ausstatten kann und Monstern im Endeffekt, die Wunden halt reingelegt werden. Das ist halt so ein kleines Kammerspiel, wo er da hinten führt, der Spieler. Insgesamt muss man mindestens 2 Spieler haben, beziehungsweise mindestens 2 Spieler haben, einen, der wo Turok steuert und einen, der wo die 4 Helden steuert. Aber am meisten macht es, denke ich, auch wirklich Spaß, wenn 4 Spieler und ein Gegenspieler, also zu 5 sollte man es idealerweise spielen. So, ja, dann kommen wir noch, zum allgemeinen Design der Landschaft hier habe ich hier noch so einen Karren. Also es ist halt wirklich an jedes Element gedacht worden. So ein Karren, der wohl halt mit Pfeilen bespickt ist, ist hier noch eingearbeitet. Hier bei diesem Tunnel, da ist nur noch ein Ritterhelm. Pfeile sind auch sehr gerne ein Stilmittel, wo man mitgespielt hat. Generell sehr, sehr schön designt. Das letzte Haus hier ist auch noch das, denke ich mal, eines der schönst designten Häuser. Das hat hier noch so ein altes Strohdach. Das ist dann halt
Die Burgschenke, beziehungsweise die Dorfschenke, hier auch wieder von draußen, hier mit so einem Schildsymbol, wie man es ganz üblich aus Rollenspiel kennt. Und auch aus dem Mittelalter natürlich auch. Ja, ich verwechsel immer das Mittelalter mit Rollenspielen. Ist so eine kleine Krankheit von mir, ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, hier dann hier so ein Wagenrad, auch ganz schön für die 90er, ganz typisches Symbol von antiker Kunst und sowas. So ein Wagenrad habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo rumfliegen. Hat meine Mutter gesammelt damals. So, hier ist alles, da sind die Gardinen raushängend rausgewühlt worden. Und so. Das ist wirklich schön gemacht. Und da ist dann auch wieder Innenleben. Hier so ein einzelner Tisch, wo die halt gespeist haben. Hier, der Tisch, der wurde zerpflückt und zerspickt und ein bisschen Blut klebt da. Hier wieder die imaginären Pfeile, die wohl wirklich überall rumliegen. Und auch vom Design her ist es so gezeichnet. Also, man hat nicht das Gefühl, dass man eine Spielfläche sieht, sondern so einen leichten 3D-Effekt. Also der Künstler hat es wirklich drauf. Der hat die Schattierung wirklich Hammer gemacht, sodass man dann wirklich drüber steht und nicht das Gefühl hat, man spielt ein Brettspiel, sondern man spielt eine Oberfläche. Auch durch diese herausragenden Dorfteile natürlich. Ja, generell, dann von innen nochmal, da muss ich das Dach abnehmen, kleinen Moment. Schwupp. Also von innen her eine ganz klare Burgschenke. Die oberen Fenster wurden verschont, da ist nicht viel passiert, während unten halt wieder einiges zerstört ist. Ist auch ganz cool gemacht, also da kann man überhaupt nichts sagen. Ist wirklich, also für mich ist sehr verwunderlich, dass das damals nicht das Spiel des Jahres oder sowas wurde. Weiß nicht, ob es irgendwo solche Preise abgestaubt hat. Jetzt ist mir was runtergefallen, das muss ich sofort wieder aufheben, also es ist weg. Da, der Vogel vom Dach, schnell wieder dran stecken. Da darf nichts verloren gehen. Weil eigentlich im Endeffekt ist das wirklich pädagogisch sehr, sehr wertvoll gemacht, das Spiel. Es ist, regt sehr die Fantasie an und es ist wirklich Qualität pur. Also sowas kriegst du heute nicht mehr. Nur sehr, sehr teuer oder selbst gebastelt in eine Warhammer-Zusammenstellung. Auch hier diese Schicksalstour, wirklich sehr schön gemacht. Also wer Fantasy mag, wer Fantasy-Filme mag, Fantasy-Spiele, Videospiele, Bücher etc. Und man sucht ein cooles Brettspiel, dann ist definitiv Dorf des Grauens. Ich würde wirklich sagen Dorf des Grauens, nicht jetzt so die Erweiterung. Dorf des Grauens ist wirklich zum Einstieg, denke ich, das wunderschönste und zauberhafteste Fabelwesenspiel, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Tabletop-Spiele gesehen. Das ist wirklich ein Märchen für sich, ein kleines Märchen für sich. Und es macht auch unglaublich viel Spaß zu spielen. Ups, jetzt wollte ich da den Ork reinstellen, der hat damit gar nichts zu tun. Es ist ein unglaublich schönes Fabelwesenspiel. Ich gehe mal jetzt nochmal ganz kurz zu Turak. Auch dieser Turak ist der super typische Bösewicht, so ein bisschen Grummschwert. Und halt so das Design erinnert mich ein bisschen an die erste Form vom Zelda, wie heißt er, den Zelda-Gegner, keine Ahnung, Endboss. Also halt auch so ein typischer Endboss-Look und wie er so auf das Dorf runterlookt. Also es ist halt, also wirklich Leute, wenn ihr sowas mögt, dann ist das Dorf des Grauens eigentlich ein Pflichtkauf für euch. Und jetzt ist die Lampe ausgegangen. Geil. Aber passend, weil ich bin jetzt, also das Licht geht aus, ich gehe nach Haus. Weil ich bin jetzt dann auch soweit fertig mit meiner Vorstellung. Die Lampe ist ausgegangen. Die hat auch schon beim Spielen selber sehr viel Atmosphäre gebracht. Die mit ihrem Wackelkontakt ständig geflackert und dann waren das halt so Blitze. Jetzt ist er ausgegangen. Also das Dorf verabschiedet sich hiermit. Ich werde dann wahrscheinlich noch das nächste Mal die Burg des Schreckens vorstellen. Die muss ich mir aber erstmal selber anschauen, weil die habe ich tatsächlich zu der Zeit nie gespielt. Und da geht es dann halt auch schon. Da ist dann diesmal ein Zwerg dabei. Auch wieder Schlangenkrieger, Barbaren, Orks, Helden, also und dann auch hier noch so dieser riesige Löwe, da bin ich sehr gespannt darüber, hat mir das schon ein bisschen angeschaut, es sieht sehr, sehr cool aus, steht dem Spiel hier bestimmt in nichts nach, wobei ich echt sagen muss, das ist mein Herzblut, Leute, wenn ihr sowas spielen wollt, Tabletop-Anfänge macht oder etc. oder mal wirklich ein geiles Erlebnis haben wollt und das auch gerne öfter haben wollt, dann besorgt euch das Schwarze Auge, Dorf des Grauens. Spiel von 1993 und ihr werdet eine fantastische Reise starten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ansonsten hatet mich dafür und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Halt, stopp! Warum sagt er denn noch Tschüss? Ich möchte noch eine kleine Randbemerkung machen. Die Spielanleitung, ja natürlich, die habe ich ganz vergessen. Die will ich hier noch ganz kurz vorstellen, weil die Spielanleitung ist wirklich der Hammer.
Das zeigt dann nochmal Liebe zum Detail. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Die Spielanleitung ist natürlich komplett in Farbe. Richtig dick. Und hier wird dann halt auch wirklich nochmal ein Spiel für Abenteuer mit Geschick und Wagemut. Der Tyrann erwartete dich. Ja, das Dorf des Grauens. Also die Spielanleitung ist dann nochmal so ein Gimmick für sich. Das erinnert dann fast schon eher so an eine Videospielanleitung von einem limitierten Spiel der PlayStation 1 Zeit. Also wirklich alles schön in Farbe, alles wunderschön erklärt, in schönen, fantasievollen Wortstrukturen. Das Wichtigste ist doch aber schön dick markiert, dass man auch schnell einen Überblick bekommt. Das ist wirklich eine Kurzspielregel ist auch dabei. Das ist wirklich was, das krönt das Ganze nochmal. Meine Spielanleitungen sind ja meistens nur in Schwarz-Weiß, vor allem heutzutage. Aber das ist dann nochmal quasi so der kleine Leckerbissen schlechthin dazu. Wer sich bei Dorf des Grauens unsicher ist und eine Spielanleitung einzeln kaufen kann und erstmal gucken will, wie das so geht, es lohnt sich, weil allein die Spielanleitung hat schon so ein cooles Design vom Retro-Age-Typen her, dass es so richtig Spaß macht. Hier dann nochmal das Geld beschrieben, die einzelnen Karten. Also wunderschön Design. Schmidt-Spiele, ich muss euch hier noch nachträglich wirklich loben. Ich würde wirklich behaupten, wenn ihr das Spiel nochmal zur heutigen Zeit auflegt, hier die Tränke, Bestienpeitsche, Schlüssel, alles wunderbar gemacht. Wenn ihr das Spiel nochmal auflegen würdet, ich würde euch das wirklich empfehlen. Das würde wirklich zur heutigen Zeit nochmal einen richtigen Boom auslösen, so mit Werbespot und drum und dran. Also ich danke erstmal Schmidt Spiele und eventuell auch Citadel. Ich glaube, die haben an den Figuren gearbeitet. Sehr für dieses Spiel. Es hat meine Kindheit erfüllt. Es erfüllt die Kindheiten meines Kindes. Haut diese drei Spiele doch nochmal komplett neu auf den Markt. Das wäre wirklich klasse. Völlig unverändert. Ihr müsst da gar nichts mehr dran machen. Das ist so, wie es ist, perfekt. Und das würde wahrscheinlich euren Weihnachtsmarktabsatz 2019, 2020 in die Höhe schießen lassen. Bin mir ganz sicher. Naja gut, und hier nochmal hinten drauf. Da kann man gucken, wie man sie anmalen kann. Da wollte ich auch nochmal zukommen. Ja, da sind wir auch bei dem Punkt. Ich bemale sie nicht, ganz einfach aus Gründen der Nostalgie, würde aber wahrscheinlich mir irgendwann mal, wenn ich Figuren einzeln bekomme, die doch noch besorgen und nochmal bemalen tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher. Bemale eigentlich sehr gerne, aber hier, da, ich weiß nicht, allein dieses Grüne ist schon Nostalgie. Na gut, okay, Leute, dann nochmal ciao und jetzt könnt ihr mich haten. Ciao!